Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Session. Wir waren ja beim letzten Mal beim Bad hängen geblieben. Mehr oder weniger hängen geblieben. Deswegen, jetzt ist die Frage, sollten wir hier den normalen Stein nehmen oder den polierten? Ich glaube, ich finde den normalen beinahe besser. Normaler Diorit. Das verbindet sich dann so cool hier mit, geht dann da runter. Boden können wir ja noch ausbessern. Falls ihr was zu meinen Skills habt mit der Spitzhacke oder sonstiges, ich habe mich in Finger geschnitten, habe daher ein sehr schönes, dickes Pflasterverband um den Finger. Kann daher sein, dass ich entweder triple klicke oder nur einfach klicke. So, ich würde trotzdem noch mal einen Stein gerade holen, weil ich würde erstmal hier in die Tiefe gehen. Also statt direkt schon noch ein bisschen runter fürs Bad, erstmal ein bisschen noch in die Tiefe. Aber ich brauche hier unten Stein, um das dann auszugleichen. Habe ich Stein mitgenommen? Bei Steinbau. Hallo. Wir haben ja auch grüne Augen. So, zwischendrin auch hin und wieder natürlich der morgendliche Kaffee, ne? Wie jeden Sonntag. Ah, Stein haben wir aber auch noch jede Menge. Einfach mal so unverblümt mit. So, wir müssen gucken. Also, ich wollte das schon gerne so ein bisschen machen, wie als hätten wir da umkleiden. Die dann zum Bad führen, ein kleiner Whirlpool. Dafür haben wir ja den Seensand. Ich erstmal hier noch so eine Fackel hin und dahin. Das heißt, einer ist schon zu weit runter. Ja, okay. Den Bogen können wir erstmal wegtun. Hier den Stein reinlegen. Hier war natürlich kein Stein, hier war vorher, was wollte ich sagen? Nein, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, wir werden es bestimmt, je nachdem, ein Stück vom Boden auch wieder einreißen und sagen, okay, wir machen da was anderes hin. Hat dieser Stein uns verraten, dass da Kohle kommt? Weiß es ja nicht. Aber es ist wieder viel Kohle dabei. Hier sehr schön den Diorit nehmen, damit die Decke erstmal zu ist. Ja, keiner. Ja, die Schellen schon, aber okay. Sonst sieht es ja so keiner. Da mache ich mal noch nicht zu. Also wie ist das normalerweise? Du kommst rein und hast dann irgendwie einen Gang, der dich zu den Umkleiden führt, ne? Normalerweise. So, hätten wir uns ja jetzt schon quasi verbaut. Man kommt runter. Dann würde ich sagen, aber hier lang. Und mal da lang. Ah, es ist sehr, sehr schwierig auszusuchen. Ich muss gerade einmal gucken, wie weit. Wir sind jetzt 1, 2, 3,
4, 5, 6 unten. Dann nicht 6, sondern nur 4 unten. Weil hier kommen wir nämlich schon an den Berg ran. Es wird eh gerade dunkel. Es wird gerade eh dunkel. Deswegen würde ich fast behaupten, dass wir das vielleicht erstmal ohne Umkleide machen. Aber wir müssen noch eins nach unten. Da wird uns aber der Diorit helfen bei. Oder nicht? Wird uns der Diorit helfen? Ich bin gerade ein bisschen planlos. Können gerade mal schlafen, können uns noch mal unsere Gedanken fassen. Weil theoretisch gesehen könnten wir es ja so machen. Ich steck das Ganze. Ich schau mal gerade noch Zahn. Die Kleinigkeit muss das sein. Weil vielleicht kriegen wir es ja doch hin, auch mit Umkleiden und so. So, ich hatte jetzt gerade noch eine Idee, dann nehmen wir aber auch noch was hier mit. So, die hier. Ah, da ist eh der Zaun, den ich brauche. Kommen wir nämlich. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Hier, der Weg ist quasi vorgegeben, dass du dahin musst. Den Leuchtstein gerade weg und erstmal die Fackel drauf. Das Ganze hier auf der Seite natürlich auch. Ja, es wird jetzt eigenwillig. Ich sag ja, das ist komplett ohne irgendwie was zu sehen, von wegen mit. Also ich habe ja auf dem zweiten Bildschirm nichts offen, wo ich Vorschläge habe oder so. Es ist rein nur das hier. Also rein Kopfsache. Nämlich, dann geht es nämlich hier rein. In die Umkleiden. Die allerdings auch ein Stück weit runter gehen, würde ich sagen. Dann hast du hier Lobby. Da packen wir noch irgendwas hin in die Lobby. Aber erstmal, dass es hier auf jeden Fall nicht weitergeht. Weil wir müssen noch ein bisschen Wegstrecke nach unten machen. Pack trotzdem mal hier noch Lichter drauf. So sogar. Ah, ist das jetzt denn sein Ernst? Der Ernst Friedrich. So, eins würde ich noch runtergehen. Können wir noch eins runtergehen? Eins gehen wir zur Sicherheit noch runter, weil, wenn wir das verbauen, dann müssen wir alles so machen und noch weiter runterbauen. Wir kommen quasi runter. Jetzt habe ich natürlich schon den ersten Mist gebaut. Kommen runter und gehen erstmal ein wenig in die Richtung. Kleiner Flur quasi. Haben wir noch ein bisschen Flur Space oder. Na, er weiß es nicht. Wo
Problem ist, wenn ich jetzt hier auf nur Erde stoße, habe ich ein Problem. So, richtig gesehen kann ich aber jetzt hier reingehen. Also ich muss das jetzt genau abstecken. So, hier haben wir auf jeden Fall erstmal. Ah, ich habe mal eine Stufe dabei. Braucht noch ein paar Stufen. Stufen. Ja, mehr Arbeitsmaterial am Holen als alles andere. Wir haben da 63 Stück. Lass uns mal erstmal die verheizen, bevor ich was anderes mache. Also bevor ich noch neue mache und dann noch mehr habe. Und die bleibt natürlich. Das kommt erstmal weg. Und nicht das Quarz. Quarz tue ich erstmal hier ganz auf die Seite. Genauso wie den hier. Verbauen bitte. Hier kommt das allerdings noch einmal weg. Weil sonst kommst du mit dem Köpfchen dran. Das wollen wir ja nicht. So, hier können wir aber hingehen. Ah, das ist noch Stein. Das machen wir weg. Kupfer wollen wir nicht. Machen wir zu. Und dann packen wir die Sachen hier hin. Immer wieder Sonntag streamt der Baxter. Da hast du vollkommen recht und einen wunderschönen guten Morgen, Mipa. So, du kannst die Treppen in die Offhand packen und die Picke in die Mainhand. Dann kannst du abbauen und platzieren ohne Hotbar-Wechsel. Ja, das mag sein, aber ich kenne mein Glück. Wenn ich den in die Offhand nehme, dass ich dann aus Versehen platziere, wo ich gar nicht platzieren will. So, wie du siehst, wir sind gerade an dem Schwimmbad dran, womit wir beim letzten Mal aufgehört haben. Quelle der Freude. Ich habe ja normalerweise die Fackeln auch in der Offhand, dass ich dann den hier machen kann. Dann nehme ich nämlich hin. Packe ich nämlich die Schippe weg. Kann das hier hinpacken. Kann das Bett auch erstmal absetzen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, stimmt. Ich habe hier eine Diamantspitzhacke. Damit sollte das eigentlich gehen. So, damit haben wir eigentlich 1, 2, 3 so schön untermauert, dass wir da auf den Boden gar nicht kommen. So, wir kommen nämlich rein. Wir kommen rein. Das ist schon mal sehr gut, dass wir reinkommen. Aber was machen wir, wenn wir reinkommen? Was machen wir denn, wenn wir reinkommen? Wir kommen halt unten rein und dann will ich so Umkleidekabinen bauen. So ein bisschen. Ne, wir sind hier in uns. Obwohl, nee, das ist schon richtig, weil wir haben hier eine Tür. Dann können wir halt das Dach wieder ein bisschen höher machen, ne? Hier mit einer. Ah ne, ich hab den. Ja, ich will doch nur hier rein. So. Ich will den da quasi machen. Und sehen zwei hotte Mädchen wegen Badehaus und so. Ich bleib seriös. Jetzt ist vorbei. So, aber guck mal, wie schön die Tür damit abschließt. Du kommst hier rein. Aber wir müssen eine normale Steintreppe, glaube ich, machen.
Wir haben, glaube ich, oben eine normale Steintreppe. Da braucht man dann auch zwei Stück von mindestens. Schnell hinrennen. Wenn man nicht alles in der Tasche hat. Aber wie haben die es da reingeschafft, bitte? Naja, wenn wir die umpflanzen, dann sind die eh wieder raus. Steintreppe. Da haben wir sogar noch eine Bruchsteintreppe. Ich brauche eine normale Steintreppe. Hab ich nicht. Kann man eine normale Steintreppe machen? Ja, kann man. Wir machen mal einfach 4 Stück. So. Meinst du, die sind da drin gespawnt? Echt? Bei den Schafen? Ich habe noch nie einen Pillager oder Zombie oder so gesehen, der unbedingt auf die Ding losgehen wollte, auf die Schafe. Die können ja am wenigsten dafür. Oh Gott, ich hatte gerade eine sehr dumme Idee. Ich hatte gerade eine sehr, sehr dumme Idee. Und ihr werdet mich hassen dafür, dass ich diese dumme Idee hatte. Ja, dann sieht das von hinten aus wie Stein und du hast dann hier. Okay. Ist dann hier das. Das finde ich sehr schön. So. Jetzt gehen wir hier, würde ich sagen, ins Doppelte. Nehmen wir definitiv mit. Deswegen nehme ich jetzt die erstmal kurz in die Offhand. Ich würde raten, die zu töten, die Golems, die geben eins gut Eisen. Er ist eins gut Eisen. Ich bin auch blöd. Erstens gut Eisen und zweitens, wenn die da drin sind, bringen sie dir wenig im Falle eines Raids. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich habe noch so viel Eisen. Ich weiß auch gar nicht, wie reagieren die, wenn ich die jetzt umbringe. Aber reagieren die bestimmt not amused, oder? Eigentlich. Ich sag ja. Heute habe ich so. Also du kommst. Ich war lange nicht mehr in einem Schwimmbad und deswegen fällt es mir gerade extrem schwer, mir vorzustellen, wie das nochmal war. Ja, aber was ist mit den anderen, die da rumrennen? Erstmal schnell schlafen gehen. Da rennen ja noch andere rum. So, pass auf. Also wir kommen runter. Wir haben bei meiner schlechten Idee haben wir bezahlt, wobei den Namenstag sieht man eh nicht. Aber ich werde dich benennen, glaube ich. So, du kommst rein. Jungs, Mädchen, Mädchen, Jungs, das ist oder Mädchen, Jungs, egal wie rum. Du kommst runter. Gehst in die Umkleide rein. Hier würde ich vielleicht sogar noch einmal eine Tür machen für Toiletten vorher. Hier könnte ich auch nicht hitten, weil du 3 Blöcke hochgebaut bist. Okay. So, du. Gleich hier die Toiletten. Du kommst rein, hast hier die Toiletten, kommst dann rein, hast die Umkleide. Du hast ja quasi schon eine Tür, die aufgeht. Dann braucht man hier nur eine Tür für Toiletten später. Kommst du quasi rein? Nice! Hallo, guten Morgen, Hisu, für deinen 10. Monat. Hallo, hallo, hallo. So, du kommst quasi hier rein. Wir machen 3 breit rüber. Drei breit. So, und ich mache jetzt etwas, was mich wahrscheinlich alle hassen werden. Da mache ich den Stein rein.
bevor ich nämlich den guten Steinstein verwende.